Ja, dann starten wir. Mein Name ist Frederik. Ich mache heute hier ein Deck-Tech von einem eher unbekannten Deck im Legacy-Format, das mit den letzten, wie man so schön sagt, stark geprinteten Karten in den letzten 2 Jahren doch irgendwie wieder aufgetaucht ist, und zwar das World Gorger Dragon Combo Deck. Womit fängt man am besten an? Wir fangen mal mit der Mana Base an. Wir spielen ein backfarbenes Deck. Insofern haben wir im Endeffekt auch das ganz gut erkennbar an unseren Fetch-Ländern. Wir starten mit 9 Fetch-Ländern, 4 Polluted Delta, 4 Misty Rainforest, 1 Prismatic Vista. Ich glaube, zu Fetch-Ländern brauche ich jetzt nicht wirklich viel erzählen. Das kennt jeder, weiß jeder. Da gibt es nicht so viele Unklarheiten. Dann haben wir die schönen Duels, und zwar einmal durch die Farbkombination des Bug-Spektrums durch eine Underground Sea, eine Tropical Island und ein Bayou. Auch das relativ unspektakulär. Und dann, wie sich das für Legacy im Jahr 2020 gehört, eine ganze Menge Snow-Covered Basics. Genau genommen haben wir 3 Inseln, 2 Wälder und 2 Swamps an der Stelle. Ja, das war die Mana Base. Schnell, einfach, relativ Wasteland-proof. Wir spielen kein Mystic Sanctuary an der Stelle, einfach weil wir sehr gerne auf die Basics fetchen wollen und weil es dann einfach sehr, sehr schwierig wird, die Mystic Sanctuary zu aktivieren, und weil die uns aber auch mit unserer namensgebenden World Roger Dragon Combo nicht wirklich so viel weiterbringt, da ein Großteil der Combo eben gar nicht mal so spellbasiert ist. Dann machen wir mal weiter an der Stelle. Wenn wir über Snow-Covered Basics reden, dann reden wir auch über Arkham's Astrolabe, die lege ich mal nach oben, auch wenn jeder die Karte wahrscheinlich schon oft genug gesehen hat. Ja, fix das Mana, zieht eine Karte. Was willst du mehr? Der ganz entscheidende Punkt für uns an der Stelle ist, zieht eine Karte, also ein ETB-Trigger, den wir brauchen in unserer Combo. Das machen auch noch andere neuere Karten des Formats. Das macht auch noch die Icefang-Kotel. Auch die zieht eine Karte, wenn sie ins Spiel kommt. Das ist ganz entscheidend für uns. Der zweite Vorteil an der Icefang-Kotel ist, die hat Flash. Das heißt also, können wir auch mitten in der Combo reinflashen. Das zeige ich euch gleich, wie das funktioniert. Und die dritte Karte, die gleichzeitig auch noch so eine gewisse Möglichkeit des Grindens gibt und einfach auch so permanent schon stark ist und gehandelt werden muss, aber eben auch als Combo-Part fungieren kann. Das ist Uro, Titan of Nature's Wrath. Den kennt er mit Sicherheit auch alle. Das Schöne ist einfach, er ist hier nicht wie in so vielen Five-Color-Control-Listen der Plan A, das Spiel zu gewinnen, sondern er ist einfach nur ein Puzzleteil, das aber auch alleine ganz gut für Druck sorgen kann. Das haben aber die anderen Karten, die wir hier jetzt gerade gesehen haben, für sich auch, weil die Icefang-Kotel gleichzeitig auch sehr gut Zeit kaufen kann, als Removal dienen kann. Also auch das alles flexible Möglichkeiten, was man mit den Karten machen kann. Dann kommen wir zur eigentlichen Combo, die World Gorger Dragon Combo, die wir an der Stelle uns eben mal angucken. Wir haben 4 Entombs. Die Karte kennen die meisten Leute aus dem Reanimator. Durchsuch deine Bibliothek und lege eine Karte in den Friedhof. So einfach ist es. Was wir damit machen ist, wir werfen diese Karte in den Friedhof, und zwar den World Gorger Dragon. Das ist eine 7-7 Trample für 6 Mana, die ganz entscheidend an der Stelle den Text hat, wenn sie das Spiel betritt, exilt sie alle anderen Permanents, die wir kontrollieren. Und wenn sie das Spiel verlässt, dann kommen all die exilten Karten wieder zurück. So weit, so unspektakulär. Denn wir spielen auch noch 4 Animate Dead. Und das ist jetzt hier der entscheidende Punkt, weil das bedeutet im Endeffekt, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, dass wir, wenn wir denn Länder liegen hätten, unsere Länder tappen, um das Animate Dead zu casten. Mit dem Animate Dead holen wir uns den World Gorger Dragon. Wenn der das Spiel betritt, exile er alle unsere anderen Permanents. Das sind die Länder und das Animate Dead. Daraufhin verlässt der World Gorger Dragon wieder das Spiel, geht in den Friedhof, er triggert erneut, alle Permanents kommen zurück. Das sind einmal die ungetappten Länder und das Animate Dead, das wiederum natürlich den World Gorger aus dem Friedhof holt. Wir können jetzt auf den Trigger des World Gorger Dragons, dass alle unsere Permanents das Spiel verlassen, Mana in unseren Pool tappen, alle Permanents verlassen das Spiel, der World Gorger geht wieder in den Friedhof, alle Permanents kommen zurück, die Länder sind wieder enttappt. Und dieses Spielchen können wir so lange machen, bis wir so viel Mana im Pool haben, wie wir wollen. Gut. Jetzt haben wir unendlich viel Mana im Pool oder auch eine Menge, die wir festgelegt haben. Die Frage ist, wie können wir damit gewinnen? Und da kommen unsere Draw-Trigger ins Spiel, über die wir eben geredet haben. Denn wenn wir bei diesem Boardstat zeitgleich ein Arkham's Astrolabe im Spiel haben oder aber nachdem wir das erste Mana generiert haben, eine Icefang-Kotel ins Spiel flashen, dann können wir an der Stelle mit jedem neuen ETB-Trigger des World Gorger Dragon gleichzeitig auch eine Karte ziehen. Und das machen wir so lange, bis wir im Endeffekt ein
Entomb gezogen haben. Und mit diesem Entomb können wir die Karte Fae of Wishes in unseren Friedhof werfen. Dann brechen wir damit unsere eigene Combo, weil dieses Mal dann dieses Animate Dead eben nicht den World Gutter Dragon, sondern die Fae of Wishes wieder ins Spiel holt. Und bei der ist es ja ganz entscheidend, dass wir sie für 2 Mana und dem Discarden von 2 Karten auf die Hand nehmen können, um dann Zugriff auf unser Sideboard zu haben und von dort eine Non-Creature-Karte zu bestimmen und auf die Hand zu nehmen. Und das ist das Torment of Hellfire in meinem Fall. Also es gibt verschiedenste Versionen, wie man das spielen kann. Man kann das auch mit Schadenspells spielen, man kann das Ganze auch mit Kreaturen spielen. Das Schöne ist, dass die Fae of Wishes hier eben als Kreatur fungiert, die gleichzeitig mit dem Entomb auch die Combo brechen kann. Damit würde man aber auch einfach jede andere Kreatur in den Friedhof enttumpen können, in dem Fall, wenn ich die Fae of Wishes schon auf der Hand habe. Entscheidend am Torment of Hellfire, warum ich das spiele, ist, dass sie rund um Whale of Summer spielt. Also der Gegner kann nicht in Response auf unsere Combo eine Whale of Summer casten, wie das beim Storm-Matchup relativ oft passiert und dann im Endeffekt damit mitten in der Combo dem Gegner zu verstehen geben, wunderschön, was du da machst, aber damit kannst du den nächsten Zug weitermachen. Das funktioniert hier nicht, weil das Torment of Hellfire umgeht, die Whale of Summer, da es kein Target hat, sondern einfach für each Opponent gilt und gleichzeitig aber auch für die Leute, die auf MTGO spielen, die Anzahl der nötigen Combo-Durchläufe minimiert, da wir eben im Endeffekt pro Mana, das wir reinpumpen in das Torment, 3 Schadenspunkte schießen. Das ist eine ziemlich gute Variante, um auch auf MTGO die Combo sauber durchziehen zu können, bevor der Timer runtergelaufen ist. Das wäre die Combo. Wie finden wir jetzt die Combo-Parts? Ja gut, da gibt es so ein paar Karten, die findet man in jedem Legacy-Deck, wenn es blau spielt. Das ist Brainstorm und Ponder. Die sogenannten Cantrips des Formates, womit man einfach suchen kann. Und wir spielen ja auch Fetchländer und so. Das brauche ich, glaube ich, jetzt nicht in jedem Deck-Tag erklären, warum das gut ist. Dazu kommt eine Karte, die einfach zum Suchen der Combo-Parts fantastisch ist und gleichzeitig aber auch gerade unheimlich viele Decks im Format trifft. Und das ist die Nazeth, Pater of Wales. Wir spielen 2 Stück. Das Schöne ist, wir haben ein Lockpiece, mit dem wir alle gegnerischen Decks ihres zusätzlichen Draws berauben und gleichzeitig können wir im Idealfall damit 2x4 Karten tief nach Combo Pieces buddeln. Die Karte ist quasi wie gemacht für dieses Deck. Es gibt auch noch eine Alternative. Einige spielen den neuen Teferi in dem Slot, weil er zieht und gleichzeitig discardet. In meinen Augen ist er aber bei weitem nicht so gut, weil er einfach nicht noch zeitgleich so viele Decks damit trifft, dass er ihn jegliche Cantrips und aber auch zusätzliche Draws raubt. Gerade gegen einen gegnerischen Uro ist die Karte halt einfach Wahnsinn. Außerdem haben wir eine Sylvan Library. Ich lege die auch nochmal nach oben. Ich vergesse das hier jedes Mal. Ja, Sylvan Library brauche ich glaube ich auch nicht erklären. Wenn man grün spielt im Legacy-Format, dann kann man die 1-2 Mal mit dem Deck spielen. Die ist auch so ein Must-Handle für den Gegner. Und ja, damit können wir natürlich auch super durch unsere obersten Karten gucken, was wir ziehen wollen. Suchen können wir auch. Wie handeln wir jetzt Probleme? Wie handelt man Probleme im Legacy? Also erstmal spielen wir 4 Force of Will plus 1 Force of Negation. Der fungiert als 5. Force. Dazu kommen 3 Thoughtseize, die also einmal die gegnerische Hand disrupten können oder eben auch gegnerisches Removal, gegnerische Force nehmen können. Das ist sehr stark. Und dazu kommen 3 Abrupt Decay. Damit können wir problematische Permanents handeln. Und das war es jetzt auch eigentlich schon. Vom Main Deck her gibt es hier nicht mehr so viel zu erklären. Relativ straightforward. Das Schöne ist, das Deck spielt bis dass der Gegner die Combo sieht, ähnlich wie ein 5-Color, 4-Color Snow Control Deck. Gibt auch ganz oft die Situation, dass der Gegner bis zum Combo-Turn überhaupt nicht merkt, dass er gegen ein Combo-Deck spielt. Oder aber auch schon mal bis zum Game 2 oder Game 3 überhaupt nicht merkt, dass er gegen ein Combo-Deck spielt. Und insofern ist die Anzahl der Free Wins, weil der Gegner sich Turn 2 oder Turn 3 auch mal relativ gerne gegen ein Snow Control Deck austappt, nach dem Motto, da wird schon nichts passieren, relativ hoch. Schauen wir mal noch ins Sideboard, was wir da noch so im Angebot haben. Wir haben einmal 3x eine Catch-All-Answer für problematische Permanents. Das ist die Assassin's Trophy. An der Stelle gibt es auch einen Grund, warum die so viel gespielt wird. Eins der schlechtesten Matchups für das World Gorger Dragon Deck ist das Depths-Combo. Die sind einfach zu schnell für uns und wir haben nichts im Main-Deck, mit dem wir eine landbasierte Combo halten können oder verzögern können. Und die Assassin's Trophy ist da einfach ganz wunderbar, weil sie die Länder zerstört auf den Depths-Trigger. Das ist einfach super gut und wird auch von ganz vielen Gegnern gerne mal unterschätzt, das zu sehen. Dazu kommt 2x die Whale of Summer.
Die ist ganz entscheidend insofern, als dass sie uns selber auch schützt. Wir können einmal Counter schützen, wir können aber auch unsere eigenen Animate Dead gegen gegnerische Prop Decays schützen, weil das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wenn der Gegner weiß, was wir tun mit unserem Combo-Deck, kann er mit einem sehr gut getimten Prop Decay auf den richtigen Trigger unsere kompletten Permanents im Exile halten. Insofern gilt es da grundsätzlich und immer drumherum zu spielen und das nicht zuzulassen. Dafür ist Wail of Summer natürlich eine ganz, ganz wunderbare Karte. Dann spielen wir zweimal ja die Hasskarte des Formates, Oko. Das ist einfach, weil wir, je nachdem, gegen welches Deck wir spielen und was wir an Graveyard Hate erwarten und was wir beim Gegner an Karten erwarten, auch einfach die Combo rausboarden können und spielen dann einen Bug Midrange Deck, Bug Snow Control. Und da ist natürlich Oko mit dem zugehörigen Token für den Food von tokens4mtg.com ganz, ganz wunderbar, um den Gegner einfach unter Druck zu setzen, ohne dass wir die Combo dafür spielen müssen. Das ist super. Dann haben wir so ein bisschen was, womit wir Agro-Decks kontrollieren. Wir haben einmal Dead of Winter, gut, die kennt man ja auch aus jeder Snow-Control-Liste. Dann haben wir einmal einen Plague Engineer, einfach in schwarz, weil gut und einfach jede gegnerische 1-1 abgeschaltet wird. Auch eine ganz wunderbare Karte, die in jedem schwarzen Deck gespielt wird. Wir haben einen Collector-Uf, der hier einfach als Nullrod fungiert. Frage, warum spielen wir Collector Oof und keinen Nullrod? Wir haben doch gar keinen Green Sun Zenith, das ist richtig, aber wir haben Entomb und können ihn quasi Animate Daten und das ein oder andere Deck damit direkt ausschalten. Und der andere Vorteil ist, dass viele von den Decks, die auf diese Artefakte angewiesen sind, in der Regel Enchantment und auch Artifact Hate spielen, aber sehr wenig Creature Hate. Das heißt, die Kreatur bekommen die nicht weg. Daher ist die Kreatur da besser als das Artefakt. Wir spielen eine Surgical Extraction. Damit können wir gegnerische Control-Decks behindern, damit können wir gegen jegliche Combo-Decks vorgehen. Einfach eine Catch-All-Karte, die man sehr, sehr oft boarden kann. Wir spielen eine Mindbreak Trap gegen die Storm-Decks, weil wir da nicht ganz so gut aufgestellt sind. Und wir spielen eine Anti-Doomsday-Karte, die aber trotzdem auch gegen viele andere Decks gut ist. Wir spielen eine Archeog Dreamrender, die eben verhindert, dass Gegner ihre Bibliothek durchsuchen können. Und da kann ich aus Erfahrung sagen, dass die Karte gegen viele Doomsday-Decks im richtigen Moment einfach Gold wert ist und so viel Zeit kauft, dass man das Spiel in Ruhe gewinnen kann. Was gibt es sonst noch so zu sagen? Es gibt einen kleinen Trend. Natürlich, viele Leute spielen ja in Zeiten von dem Astrolab auch gerne mal 4- oder 5-Color-Mana-Bases. Und sehr oft tritt die Frage auf, warum spielt man dieses Deck nicht mit White Splash? Dann könnte man ja mit Teferi eben seine eigene Combo so viel besser schützen. Da muss man ganz klar Jein sagen. Das macht mit Sicherheit in so Decks wie Omni-Show eine Menge Sinn, weil da kann man dann in aller Ruhe kombonen. Hier in dem Deck ist das nicht der Fall, weil durch den World Gorger Dragon Trigger würde der Teferi auch exiled. Das heißt also, im entscheidenden Punkt unserer Combo sind wir dann trotzdem angreifbar, weil der Gegner dann in diesem Moment trotzdem Spells casten kann. Von daher ist es mit Vorsicht zu genießen und ich bevorzuge an der Stelle einfach eine dreifarbige Mana-Base, weil es wesentlich stabiler läuft. Mark hat einen richtigen Hinweis. Natürlich ist das Tormod of Hellfire auch im Sideboard. Das habe ich euch ja eben im Main Deck schon gezeigt, weil wir es ja tutoren können mit der Fae of Wishes. Das ist im Endeffekt die 15. Karte im Sideboard. Ja, fast vergessen. Ja, das war's. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es in die Kommentare und dann werde ich versuchen, dazu beantworten.